Ja, moin moin zu Gerrits Tagebuch, sage ich sonst immer. Ich würde sagen, Nabend oder gute Nacht. Wir haben eine spannende Nacht vor uns. Hier, diese Baustelle, diesmal im Maßstab 1:1 hier unten, die wird seit 2,5 Stunden eingerichtet. Und wir fiebern auf Vollzug hin, denn wir bekommen eine neue Fräse. Die zeige ich euch später. Diese Fräse wiegt fast 1 Tonne. Und die große Herausforderung ist, wie kriegt man die im 3. Stock auf die andere Seite des Gebäudes? 4 Mann, 4 Ecken, klappt nicht. Durch den Eingang mit irgendwelchen Hilfsmitteln, klappt nicht. Also, wir haben einen 450-Tonnen-Kran auf dem Hof stehen. Noch einen zweiten Kran, 3 Schwerlaster. Und die lasten jetzt erstmal den großen Kran auf. Der kleine Kran hebt dann noch einen Gittermast vorne dran, damit er verlängert wird. Mit dem Ziel, dass dieser Kran, diese 1-Tonnen-schwere neue Fräse, übers Gebäude rüber, da ist das Wasser auf der anderen Seite, runterlässt und dort durch eine Luke reinbringt. Es wird eine spannende Nacht und ihr seid mit dabei. Ja, ein 1:1 macht halt doch auch einen Tick mehr Spaß manchmal, wenn man dieses riesen Koloss hier sieht, 450-Tonnen-Kran. Er hat schon seine Gewichtaufnahme, hat er schon festgebaut, jetzt kommen 90 Tonnen nochmal drauf. Da steht schon der zweite Kran bereit für den Gittermast, der gleich dran geschraubt wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die mich wohl mal fahren lassen. So, gehen wir mal rüber und gucken mal das Loch an, wo die Fräse gleich rein soll. So, wir sind auf der anderen Seite jetzt fertig. Wir haben hier ordentlich alles mit Flutlicht ausgeleuchtet, damit ihr gleich auch seht und wir auch, wie die Fräse hier rübergehoben wird und dann in das kleine Fenster da reinkommt. Aber vorher zeigen wir euch mal den Herstellungsprozess. Und Sven war bei Wissner unten in Göttingen und hat letzte Woche die Fräse mal abgenommen. Mal schauen, wie sie aussieht. Jetzt seht ihr sie das erste Mal. Das sieht doch echt gut aus, denn wir sind hier bei der Firma Wissner und gucken uns heute schon mal unsere neue CNC-Maschine an, die jetzt kommen soll. In Auftrag gegeben haben wir die eierlegende Wollmilchsau, denn sie muss klein sein, aber trotzdem groß fräsen können, kippbar sein, damit wir sie im Haus transportieren können. Sie muss kleine Sachen fräsen, große Sachen fräsen und Folie schneiden. Und ich hoffe mal, dass wir die Jungs hier nicht damit überfordert haben, aber ich glaube, es sieht gut aus, oder? Ja, also die Anforderungen, die sie uns gestellt haben, waren natürlich sehr groß und hat eine Menge Spaß und auch eine Menge Arbeit gebraucht, um ihnen die eierlegende Wollmilchsau zu liefern. Das Kleine schon hingekriegt habe. Da bin ich mal gespannt, ob ihr das ganz Kleine auch umsetzen konntet. Aber die Größenordnung war ja eine kleine Fensterbank, die ihr haben wolltet. Genau. Das steht uns natürlich vor sehr großen Herausforderungen, aber wir sind guter Dinge, dass wir es auch noch hinschaffen. Genau, das sind eure Vakuumscheiben, ja? Die Hoover-Scheiben, die wir haben. Durch die Bohrung saugen wir die Späne ab und durch diese kleinen Pressbohrungen, die man hier sieht, blasen wir mit Druckluft aus und dadurch erzeugen wir einen sogenannten Hoover. Effekt und der Absaugtopf schwebt über dem Material. Das heißt, wir müssen nicht mehr Werkstatt fegen und Folie polen. Das Ganze funktioniert nahezu spanfrei und das Schöne natürlich dann auch noch mit einem automatischen Werkzeugwechselmagazin und die Maschine ist dazu ausgelegt, 24/7 zu fräsen. So, da unten stehen eine Menge Leute von uns, alle etwas nervös, ob wir irgendwas vergessen haben. Weil die Fräse ist jetzt mit dem kleinen Kran von dem LKW auf die Arbeitsplattform gehoben worden. Muss da genau im richtigen Schwerpunkt stehen, es muss ein Hubwagen drunter stehen, es müssen Seile da sein, weil es geht jetzt gleich an den großen Kran, 95,6 Meter hoch, ist der schon ausgefahren. Der bringt das halt übers Haus. Wir hoffen, dass der nicht in Überlast geht. Wir haben keinen Wind, deswegen auch den Nieselregen. Heute Nieselregen willkommen deswegen. Und dann muss drüben das Ding verzurrt werden am Gebäude, damit wir da drauf gehen können und dann mit dem Hubwagen die Fräse rausschieben können. Das ist der Plan. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ja, es geht hoch, der spannende Moment. Wir sind ein bisschen aus dem Zeitplan geraten. Ich habe hier meine ganze Familie dabei, weil es ein so aufregender Tag ist. Also, Herr Jakobs, Frau Borchers, Sie werden wissen, welcher Abend es war, wenn Sie sich an den Tag erinnern, wo die beiden morgens mit dem Kopf auf den Tisch geknallt sind in der Schule. Aber der Kleine, der kann im Kindergarten den Schlaf nachholen. Es geht hoch. Sämtliche Versuche, da jetzt mitfahren zu dürfen, haben leider auch nicht geklappt. Das wäre eine Gaudi geworden. Aber
20 Meter haben wir schon. 90 Meter oder knapp 90 Meter wären es und dann geht es übers Dach rüber. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das jetzt hier noch mal kurz an und dann laufen wir schnell auf die andere Seite. Kannst du sie noch sehen, Keke? Ich sehe sie nicht. Da siehst du das Bild. Soll ich dich halten? Ja. Ich hab jetzt so drauf, jetzt wird das nur halt schon andersrum. Ja. Und das ist dann nur damit schon. Kannst auch nachher, wenn du rausgehst. Hahaha! Sie hat sich auch richtig rumgedreht. Wir müssen mich das Seil jetzt gleich greifen. Aber es ist echt. Du langsam immer höher, du kannst gut 2 Meter nochmal ablassen dabei. Das ist echt spannend, weil hier ist so eine absolute Stille. Hier kommt was angeschwebt. Ja, ist das den Prügel hier? Hier, den hier? Man sieht ganz schön, dass das ganz schön federt. Circa 1/2 Meter weiter nach. Ja. Wie präzise der das über diese Entfernung steuern kann. Ja. Andreas hat gerade gesagt, 20 cm dichter ans Haus ran. Man muss sich vorstellen, da steht ein 450-Tonnen-Kran auf der anderen Seite, 100 Meter hier rüber. Okay. Nochmal ablassen. War das cool? Mach mal das Video. Der hängt jetzt immer noch an dem Krankicke, ne? So, selbst, oder? Ja. So, da kommt sie. Also wir genießen jetzt noch mal die letzten Züge, wie sie hier reinkommt. Und in den nächsten Tagen werde ich euch mal ein bisschen mehr über die Fräse erzählen und sie euch zeigen, wenn wir sie hier aufgebaut haben. Viel Spaß noch. So, es sind jetzt einige Wochen vergangen, seitdem wir hier das reingekrant haben, das schöne Teil hier. Und wir haben ja wir stellen fest, wir haben den richtigen Partner dafür gefunden, denn unsere Wünsche und Anforderungen waren ganz schön hoch. Teilweise über das, was die Industrie sonst so als Anforderung hat draußen hinaus. Die geben nicht auf, wir geben nicht auf, das genau alles so hinzubekommen, wie wir es uns vorstellen. Aber wir sehen jetzt schon, es sind sensationelle Ergebnisse. Wir können wesentlich größer und höher und auch andere Materialien verwenden, das war klar. Wir können über 10 mm Metall fräsen, das ist super. Wir haben uns die vierte Dimension, hätte ich beinahe gesagt, also die Zeit, nein, die vierte Achse uns dazu gewünscht. Das heißt, dass wir neben den 3D-Fräsungen auch noch eine Rotation haben. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel aus so einem Röhrchen Mauerwerk reinfräsen könnten, weil während der Fräser arbeitet, dreht sich das auch noch. Da haben wir einen Softwarefehler drin, den suchen wir noch, also beziehungsweise der Hersteller, weil funktioniert super. Du hast hier eine Schachfigur versucht zu fräsen, ja. Fing super an, plötzlich machst du ratatatatatat, Figürchen kaputt. Dann wird der Fehler noch gesucht. Aber insgesamt stellen wir fest, große Herausforderungen mit tollen Ergebnissen. Auf die letzten Details warten wir noch. Aber bevor ich jetzt hier anfange zu labern, Sven kann uns das viel besser erklären, was dieses super Ding so alles kann. Ja, mach ich doch. Also der erste große Unterschied ist hier unten. So, hier haben wir zum Beispiel die neue Führungsspindel. Also das ist schon, ne? Yeah. Schon ein kleines Kinderhärmchen. Und vor allen Dingen viel dicker, viel größer, aber gleichzeitig präziser. Hält 100 Jahre, oder? Stimmt. Bei der alten waren es 2 dünne, ne? Da waren es 2 6 mm Führungsschienen. Ja. Und ja, das macht einfach einen extrem robusten Eindruck. Das ist männlich. So. Das ist unser Werkzeugwechsler und wenn wir den richtig bestückt haben, können wir auch riesengroße Platten über Nacht fräsen. Da sieht man mal ein Beispiel, es sind völlig unterschiedlich große Fräsköpfe, je nachdem, ob man gerade grob oder... Die holt sich die Maschine selbstständig und fährt die ab. Und was jetzt noch ein Riesenvorteil ist, im Gegensatz zu früher, wenn ich hier hinten was vergessen habe, kann ich einfach auf den Tisch gehen. Das ging bei der alten auch nicht, dann wäre die uns zusammengebrochen. Ja, oder also bei der hätten wir den ganzen Tisch
damals neu justieren müssen, ja, weil der auf Federn gelagert war. Und das ist jetzt kein Problem mehr. Was auch neu ist, ist das Vakuumsystem. Ist zwar eine normale Lok-Vakuumplatte, aber dafür, dass jetzt dieser Bereich komplett zieht und hier auch neben Luft, also wenn du die Hände rauflegst, hier, merkst du, ne? Aber wie? Und obwohl er das sitzt, das Ding hier. Ja. Ne? Guck mal, also weiße. Krass. So, jetzt hast du ja Aluminium hier, ist das, ne? 5 mm. Genau. Ziemlich genau schon eingespannt, das hat seinen Grund, oder? Du wirst uns was zeigen. Ja, wir wollen jetzt Testfräsen machen. Einmal in Aluminium, einmal in KBM. Dann machen wir Start und weil ich sehe, dass du keinen Gehörschutz hast, musst du sowieso gleich raus, weil es wird laut. Ich glaube, ich soll überrascht werden, oder? Nein, das würden wir nie machen. Ich weiß, eine Stunde weg. Es gibt einen Geschwindigkeits- und einen Präzisionstest, ne? Genau, was möchtest du zuerst sehen? Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist unser Dachrohling. Da haben wir früher eine halbe Stunde fast gebraucht für. Genau, und jetzt ist der in 7 Minuten fertig. 7 Minuten. Für euch wahrscheinlich nicht so besonders. Seht einfach meine Reaktion, dann wisst ihr, dass da was dran ist. Ist irre. Bei der Auflösung, das ist jetzt aber nicht die höchste Auflösung. Nein, nein, das ist ein Millimeter Abstand, aber das reicht völlig. Völlig aus. Genial. Genau. Und 7 Minuten. 7 Minuten. Und was liegt da noch? Da liegt noch ein Sockel, den ich mal gemacht habe, in höherer Auflösung. Nee. Da habe ich einen Abstand von einem 1/10 mm genommen. Das ist glatt wie ein Babypopo, muss man sich vorstellen, mit, so einem, mit einer Fräse gefräst, wo man normalerweise immer nur Abstufungen kennt. Also die Experten wissen es, was ich meine. Ich muss mal wieder. Ja, das ist. Verarsch mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Das ist. Der Fräser kommt hier, zwar in 45 Grad, das heißt, ja, er fräst hier so rüber, geht hoch und runter. Ja, wobei er geht nicht runter. Ich habe, damit es schneller geht, habe ich ihn komplett rüberlaufen lassen und diese Tasche erst später. Ja, wenn ich dir das Gleiche nur in Höhenstufen machen würde, in der gleichen Auflösung, hättest du überall Kanten drin. Klar. Und das heißt, dass dadurch, dass er die Fahrt nimmt und eine gleichmäßige Hebebewegung macht, dadurch hat er sieht die Auflösung unendlich klein. Ungefähr, ja. Das ist gigantisch. Das ist ein, da kommt auch zu dieser genialen Auflösung kommt halt noch ein Software-Trick hinzu. Musstest du die Fahrtrichtung ändern? Gebe ich am Anfang ein und es hat sich herausgestellt, wenn wir den so anfahren. Aber er kann ja, er kann es ja nicht. Nee, er fährt 45 Grad permanent rüber. Vor, zurück. Das ist direkt. Aber es muss doch irgendwo einen Winkel geben, wo er genau 90 oder parallel zur Wölbung läuft. Ja, und das ist der Scheitelpunkt in dem Radius. Aber den sehe ich nicht. Nee, weil ich habe den auf 30 Grad gemacht, dann ist er noch kleiner. Also, faszinierend. Wenn du so, nimm ihn mit nach Hause, ich habe noch mehr davon. Wozu machen 3D-Drucker? Der kann andere Sachen wieder, was die nicht kann. Wahnsinn. So, Talisman. Der Talisman, genau. Den mache ich dir noch so ordentlich sauber, aus aber... Aus Metall. Das ist die Aluplatte gewesen. Das ist Freddy. Das ist ja irre. Und die Kante ist auch gefräst? Ja. Okay, ich bin überzeugt, ich bin begeistert. Wir machen jetzt noch die Absaugung fertig. Ihr kämpft mit den letzten Softwarefehler, die auszumerzen und dann? Dann fahren wir Vollgas. Dann benutzen irre. Wir alles. Ich freue mich sehr. Und die tolle neue Fräse ist da. Es ist fast 1,5 Jahre von der ersten Idee, bis das Ding jetzt hier solche Ergebnisse liefert. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei dieser Sonderfolge Fräse. Tschüss.